Nun wollen wir zur Interpretation unserer Demonstrationshymne schreiten und dazu bitte ich Benjamin Glaubitz, den Sänger, hier zu mir auf die Bühne, dass er uns sozusagen ein wenig den Abstand und den Rhythmus der neuen Form von Freude schöner Götterfunken vorgibt. Ja, vielleicht noch eine kleine Gebrauchsanweisung für alle, die neu hinzugekommen sind. Von euch, die hier nur so zufällig da sind, zu Stumme Künstler. Freude schöner Götterfunken des Jubilars Ludwig van Beethoven, 250 Jahre. So hätte er sich diesen Geburtstag in diesem Jahr sicherlich nicht vorgestellt. Wir singen Freude schöner Götterfunken mit Mindestabstand im Hygienemodus, um mal musikalisch zu zeigen, wie diese Sitzordnung, die wir einhalten müssen, wie unwirtschaftlich die ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das jetzt musikalisch so darbietet, mit Mindestabstand eine Silbe gesungen, die erste dann drei Silben Tazet oder nur mit den Lippen so tun, als würde man singen. Das ist das, wie es den Unternehmen wirtschaftlich geht, und so bitte dann auch mitsingen, und nachher werden wir auch noch dirigierenderweise unterstützt werden, und da singt er die Silben dann entsprechend. Bitte mit. Freude, Götter, Lieb, Vier, Feuer, Him, Heil, Dein, Bin, Wasser, Streng, wir wohl flühen, dein bin, was streng, wir wohl flühen. Jetzt alle zusammen. Freude, wir sind noch das Land der Dichter und Denker, wobei auch viele Künstler eben unter diesen Dichtern und Denkern sind. Und ich denke, das wollen wir bleiben und nicht nur als Dichtung. Und wir stehen heute hier vor Martin Luther, vor der Frauenkirche, und seinen Satz für uns benutzend möchte ich sagen, auch wir stehen hier und können nicht anders.